Hallo und guten Morgen zu einem neuen Video von Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Heute werden wir die Sandskulpturen in Ahlbeck anschauen. Und direkt nach dem Intro geht es schon los. Bis gleich! So, im Hintergrund seht ihr die Halle, in der die Sandskulpturen ausgestellt sind bzw. aufgebaut worden sind. Thank you.
So, wir fahren nun weiter. Die Skulpturen waren zwar schön, ich denke, euch haben sie auch gefallen. Schreibt es mal unten in den Kommentaren. Allerdings fand ich es recht überteuert. Zum einen, man hat für den Parkplatz bereits 1 Euro Standgebühr bezahlt. Es kommt auf die Zeit drauf an. Ich höre gerade, es kommt sogar auf die Zeit drauf an, aber bei uns hat 1 Euro gereicht. Und Eintrittspreise waren ermäßigt als Kinder. Wir haben Kindereintritt bekommen und haben trotzdem 8,50 Euro pro Person bezahlt. Also ein bisschen überteuert, finde ich. Gut. Vielleicht seht ihr es anders, dann schreibt es unten in den Kommentaren. Bis gleich. So, wir sind jetzt bei Pizza und Burger gelandet. Pizza und Burger Battista. Wir haben jetzt mal eine Pizza bestellt und einen Burger und testen das Ganze mal an. Mal sehen, wie es schmeckt. Ja, der warm. Der Burger mit Fritten sieht schon mal sehr gut aus. Es gibt Ketchup dazu und auch noch etwas Salat. Dann gibt es Pizza Prosciutto mit Rucola. Und das ist... Irgendwas Italienisches. Venezia oder so. Pizza Venezia. So, also es war sehr gut zu essen. Alle drei oder alle beiden Pizzen sowie der Burger waren sehr lecker. Und insgesamt haben wir 105 Zloty bezahlt. Das sind umgerechnet ca. 25 Euro. Inklusive Getränke. Und einer Vorsuppe. Also, wenn ihr mal in der Nähe seid, Swinemünde, geht ins Battista Pizza und Burger. Ein Tag mit tollen Skulpturen geht zu Ende. Schreibt mir mal in den Kommentaren, welche Skulptur euch am besten gefallen hat. Und schreibt mir auch mal, wie ihr das Restaurant Pizza und Burger empfunden habt. Also wie gesagt, es war sehr lecker und ich kann es euch absolut empfehlen. Ansonsten abonniert noch meinen Kanal, wenn ihr dies noch nicht getan habt, damit wir uns morgen bereits wieder zu einem neuen Video sehen. Ich danke euch fürs Zusehen und nun legt euch wieder hin. Ciao und bis bald.